Hallo, um Programme zu installieren, zu deinstallieren, gibt es bei Fedora Core das Programm Pyro zu finden unter Anwendung, Software hinzufügen, entfernen oder man führt den Befehl Pyroot aus oder in der Kommandozeile gibt es auch den Befehl YUM. Ein anderes Programm, was man für die Paketverwaltung nutzen kann, wäre das Programm UMAX. UMAX muss erst nachinstalliert werden, also klickt man auf Anwendung, Software hinzufügen, entfernen, gibt das Admin-Passwort ein, klickt auf den Button OK, geht auf den Reiter Durchsuchen, klickt auf Grundsystem, auf Verwaltungswerkzeuge, klickt auf den Button Optionale Pakete, klickt ganz unten das Paket UMAX an, setzt ein Häkchen. Geht auf den Button Schließen, anschließend auf Anwenden und weiter. Jetzt wird das Paket heruntergeladen und vollständig installiert. Okay. Das Programm ist jetzt zu finden unter Anwendung, Systemwerkzeuge, UMAX Extender oder man führt den Befehl UMAX aus. Gibt wie auch bei Pyroot das Admin-Passwort ein. Okay. Nochmal okay. Und das ist das Programm UMAX.